Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Remi Demi im Park ist wieder das Motto. An diesem Samstag beim großen Familiensommerfest der Lebensräume im Familienpark an der Straße des Friedens in Hoyerswerda. Schnappen Sie Ihre Steppkes und seien Sie ab 14 Uhr dabei. Los geht's mit dem Fassbieranstich. Mit Kreativpark und Spaßmeile, mit großem Kinderfest und buntem Bühnenprogramm, mit regionalen Vereinen und Servicepartnern der Genossenschaft, mit dem Kaffee- und Kuchenbazar des Nachbarschaftshilfevereins, mit Spezialitäten vom Grill aus der Flasche, dem Hahn und einem ganzen Fass Freilimo. Und mit dem Stargast, mit Olaf Berger. Begegnung und Kommunikation am Lebensräume-Eventbus. Remi Demi zum 60. An diesem Samstag bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos auch im Netz unter lebensräume-hy.de und bei Facebook. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Freitag, dem 1. August. Sommerzeit ist Badezeit, gerade wenn es so heiß ist wie jetzt. Doch für einige Menschen wird der Sprung ins kühle Nass zum Verhängnis. In den vergangenen 2 Wochen gab es an der Talsperre Pöhl und in einem Steinbruch bei Schmölln 2 Badeunfälle in Sachsen, die tödlich endeten. Was Sie für einen unbeschwerten Badegenuss tun können, haben wir heute bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft nachgefragt. Die Sonne scheint, es sind Sommerferien. Die Freibäder und Badeseen sind gut besucht. Besonders zahlreiche Kinder nutzen ihre schulfreie Zeit, um sich in Sachsens Freibädern auszutoben. Doch der Sprung ins Wasser ist nicht immer ganz ungefährlich. Die DLRG bildet Rettungsschwimmer aus, die im Notfall Leben retten können. Allerdings ersetzen sie nicht den wachsamen Blick der Eltern auf ihre Schützlinge. Also es gibt zum einen eine Gefahr, die sehr oft unterschätzt wird. Das ist dass die Eltern mit ihren Kindern ins Bad gehen und die Kinder einfach ins Wasser schicken, ohne auf die Kinder Acht zu geben. Das heißt sozusagen, die Mitarbeiter vom Bäderbetrieb bzw. die Rettungsschwimmer haben natürlich nicht die Aufsichtspflicht über die Kinder, was die ja auch bei teilweise 100, 200 Kindern gar nicht wahrnehmen können. Also das heißt, die Eltern sollten im Idealfall mit dem Kind ins Wasser gehen, wenigstens am Rand ihr Kind immer im Auge behalten. 2013 verunglückten in Sachsen 26 Menschen tödlich. So kann in der Not eine richtige Reaktion Leben retten. Also es kommt natürlich als erstes immer darauf an, was passiert. Ganz wichtig ist, dass man den Eigenschutz beachtet. Also wenn zum Beispiel ein Kind im Wasser ist, gehen wir jetzt davon aus, es ist an dem See, wo auch die Strecke vielleicht ein kleines Stückchen weiter ist, sollte man sich natürlich erst selber fragen, schaffe ich überhaupt bis zu dem Kind hin zu schwimmen oder nicht. Man sollte auf jeden Fall immer, sofern vorhanden ist, ein Rettungsmittel mitnehmen. Typischerweise ist das der Rettungsring, der in der Regel in jedem Freibad da ist.
Und dann sollte man natürlich die Ertrinkungsphasen beachten. Allein die DLRG rettete im vergangenen Jahr bundesweit fast 700 Menschen vor dem Ertrinken. Doch mit ausreichend Wasser und Sonnencreme im Gepäck sollte Ihrem nächsten Freibadbesuch nichts mehr im Wege stehen. Die Arzneimittelausgaben pro Patient sind in Sachsen besonders hoch. Das zeigt der aktuelle Arzneimittelreport der Barmer GEK. Demnach gab die Krankenkasse in Sachsen im vergangenen Jahr fast 600 Euro je Versicherten an Medikamenten aus. Bundesweit waren es nur 450 Euro. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Erleben Sie die Faszination eines uralten Handwerks am 9. und 10. August beim 10. Töpfermarkt in Hoske. Schautöpfern mit dem singenden Töpfer aus Trebus und zahlreichen Töpfermeistern aus ganz Deutschland, Hausschlachtnes und andere Lausitzer Leckereien zu Mittag und zur Kaffeezeit. Ein Fest für die ganze Familie am 9. und 10. August beim 10. Töpfermarkt in Hoske bei Wittichenau. Freundlich unterstützt von Elsterwelle. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen. Zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, immer erreichbar. Holzwerder 40 66 66. Mit Taxi Martin fahren Sie immer richtig. Holzwerder 40 66 66. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Jetzt im Service-Center der Lausitzer Werkstätten im Treff 8 Hoyerswerda. Die Akkuaufbereitung. Durch Tausch der verschlissenen gegen hochwertige Zellen wird der Akku wieder wie neu oder hat sogar noch mehr Power. Sie sparen bis zu 30% gegenüber dem Neukauf. Ob bei Schrauber, Garten oder Hobbygeräten. Fertige Akkus, nicht in den Schrott, eine Aufbereitung macht sie wieder flott. Infos auch per Telefon unter 03571 60 95 173 oder im Netz unter lausitzer-werkstätten.de. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Bei einer Razzia bei mutmaßlichen Drogendealern in Dresden hat eine Spezialeinheit des Zolls mehrere Waffen beschlagnahmt. Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Zollfahnder stellten am Mittwoch bei der Wohnungsdurchsuchung eine Panzerabwehrwaffe, 1,5 Kilo Marihuana, ein Gewehr sowie Munition sicher. Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln nun wegen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Betäubungsmittelgesetz. Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie jetzt bei uns im Überblick. An der Hoyerswerder Lausitzhalle wird in den nächsten Tagen mit den Sanierungsarbeiten des Balkons am Forumsaal begonnen. Das Gerüst ist gestellt und Fachleute sind am Montag vor Ort, um den Betonsockel über der Fensterfront zu begutachten und dann die nötigen Maßnahmen festzulegen. Bis Jahresende soll der Balkon ausgebessert mit einem Regenablauf und frischer Farbe versehen werden. Im Bereich der Geschäftszeile wird die bisherige Verkleidung erneuert und mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf rund 160.000 Euro. Der Termin für den weiteren Ausbau der Spremberger Chaussee in Hoyerswerda steht. In der zweiten Septemberwoche soll die B97 abschnittsweise saniert werden. Gestartet wird von der Kreuzung ZDF-Brunn bis zur Einfahrt Baumschule. Dann folgt der Bereich vom Fußgängertunnel zur Kreuzung Cottbusser Tor, die dann im Anschluss ausgebaut wird. Der letzte Abschnitt führt dann zur Tankstelle. Was mit dem Fußgängertunnel passiert, soll sich übrigens erst 2015 entscheiden, so das Landesamt für Straßenbau. Auf dem Gelände des Pflegeparks Fischer und Salowski in der Hoyerswerder Altstadt fand am Freitag ein Sommerfest statt. Anlass waren gleich zwei Jubiläen, 20 Jahre ambulanter Pflegedienst sowie 15 Jahre Pflegepark. Nach einem Festgottesdienst gab es Kaffee und Kuchen im Festzelt. Die Steppkes konnten sich unter anderem in einem Streichelzoo mit Meerschweinchen beschäftigen.
In der Nacht zum Freitag hat die Polizei zwei betrunkene Radler erwischt. Ein 47-Jähriger fiel dem Beamten in der Liststraße auf, weil er ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Test ergab mehr als 2 Promille. Ein 33-Jähriger wurde in der Hufelandstraße kontrolliert. Hier zeigte das Gerät 1,7 Promille an. Im September startet im Landkreis Bautzen der Wettbewerb Unser Dorfer Zukunft mit dem Juryrundgang. 10 Orte stellen sich den Wertungsrichtern, informiert das Landratsamt. Aus dem Elsterwelle-Sendegebiet sind Zeisholz, Leipe und Großjährchen dabei. Alle 3 werden am 2. September begutachtet. Die Auswertung und Bekanntgabe der Platzierungen erfolgt dann im Oktober. Der Internetbrowser Firefox ist jetzt auch in Sorbisch nutzbar. Mit der Übersetzung auch in kleine Sprachen möchte die globale Mozilla-Community ihren Teil zum Erhalt des Sprachenreichtums beitragen, heißt es. Die sorbische Version ist in der Sprachinstallation des Browsers unter Upper Sorbien zu finden. Einen Link dazu gibt es auf unserer Homepage elsterwelle.de. Das Sächsische Staatsarchiv geht online. Für die Recherchen stehen gut 1,5 Millionen Datensätze zur Verfügung, erklärt Innenminister Markus Ulbich. Unter www.archiv.sachsen.de sind die Bestände mit Titel, einer Beschreibung, Laufzeit und einer kurzen Inhaltsangabe einsehbar. Bisher waren im Internet nur eine Grobübersicht und eine begrenzte Anzahl Online-Findbücher einzelner Bestände verfügbar, so das Ministerium. Der Tropensommer geht weiter. Nach einem deutlich zu warmen, aber auch zu nassen Juli steht der Augustbeginn dem in nichts nach. Wie das Wochenendwetter wird, erfahren Sie gleich bei uns. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. In der Depoldeswalder Heide wurden erneut 3 Bomben unschädlich gemacht. Offenbar stammten sie aus einem abgestürzten amerikanischen Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. 2 der 250 Kilogramm schweren Explosivkörper lagen frei und konnten am Donnerstagnachmittag entschärft und abtransportiert werden. Der 3. lag unter einer Straße bei Karstorf und musste gesprengt werden. Kurz nach 13 Uhr gab es das Kommando zur Sprengung. Ein Knall war zu hören und eine große Rauchwolke zu beobachten. Die Sprengung selber war eigentlich der Vorstellung entsprechend. Auch das Sprengbild, ich sage jetzt mal das Schadensbild, entsprach eigentlich meiner Vorstellung. Meiner Vorstellung und vielleicht auch den Möglichkeiten. Wir hatten ja 4 Meter Asphalt rausschneiden lassen. Und dadurch hatten wir einen Raum von 4 Meter Breite. Na gut, man hätte es vielleicht mehr machen können, aber ich sage mal, es hätte sich wahrscheinlich nicht groß geändert. Insofern bin ich eigentlich mit der Sprengung, mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Die explosive Wucht der Sprengkörper war deutlich in der Umgebung zu sehen. Wassertanks, die vorher um die Bombe aufgestellt wurden, konnten die Auswirkungen abmildern. Die Ausstellung Ideen 2020, ein Rundgang durch die Welt von morgen, ist am Samstag zum letzten Mal im Blechenkarree in Cottbus zu sehen. Bis 20 Uhr ist geöffnet. Man kann dort zum Beispiel an einem zentralen Multimediatisch Fragen zur Zukunft stellen. Remi Demi im Park ist das Motto beim großen Sommerfest der Lebensräume am Samstag im Familienpark an der Straße des Friedens in Hoyerswerda, zu dem die Genossenschaft herzlich einlädt. Los geht's um 14 Uhr mit dem Fassbier- und Freifass-Limo-Anstich. Kleine und große Gäste erwartet ein buntes Kulturprogramm mit dem Stargast Olaf Berger. Es gibt jede Menge kulinarische Verführungen und am Abend Live-Musik am großen Lagerfeuer. Der Eintritt ist frei. Noch bis Sonntag gastiert der Zirkus Afrika auf dem Festplatz am Gondelteich in Hoyerswerda. Zu sehen sein werden im großen klimatisierten Zirkuszelt viele Tierdressuren und Weltklasse-Artisten. Vorstellungen sind am Samstag um 16 und 19 sowie am Sonntag um 14 Uhr. Zur Mega-Jubiläumsveranstaltung wird am Samstag in die Kobermühle Wittichenau eingeladen. Gefeiert wird 7 Jahre Kobermühlen-Events auf 3 Dancefloors, Open Air und Indoor sowie mit großem Ü30-Floor. Los geht es um 22 Uhr. Am Sonntag gibt es im Museum der Westlausitz in Kamenz eine Sonderführung durch die Ausstellung Offenland Sachsen, Vogelwelt und Landwirtschaft. Beginn ist 14 Uhr
Und zum super Sommerferiensonntag gibt es an diesem Sonntag eine Kroko-Geburtstagsfeier im Hoyerswerda Zoo. Die 6 Kuba-Krokodile sind ein Jahr alt geworden. Ab 14 Uhr steht das Team des Zoos in einer Kroko-Sprechstunde im Schloss zur Verfügung. Erfahren Sie, wie es den Kroko-Babys im ersten Lebensjahr ergangen ist und wie sich die Brüder untereinander verstehen. Ab 16 Uhr sehen Sie im Tropenhaus des Zoos eine beeindruckende Schaufütterung bei den Eltern von Fidelio und Co. Bereits um 14.30 Uhr haben Sie die einmalige Chance, die Bären Björn und Bengt bei einer Schaufütterung zu erleben. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und gutes Wetter bei allen Veranstaltungen, die Sie besuchen. Am Samstag neben zeitweiligem Sonnenschein kompaktere Wolkenfelder, später stellenweise mitunter kräftige Schauer und Gewitter bei Höchstwerten bis 30 Grad. Am Sonntag neben etwas Sonne im Verlauf gebietsweise wieder kräftige Regengüsse mit lokaler Unwettergefahr. Mit 30 Grad wird es sehr warm und drückend schwül. Das war die Drehscheibe für Freitag. Unser Team wünscht Ihnen ein angenehmes und sonniges Wochenende. Bis Montag.